willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. So. Hat glaube ich gleich den zweiten Anhänger voll. Mit Stroh. Blaubeer mal gerade anrufen. Klingelingeling. Ja, Blaubeer. Ja, Volker Warune hier, servus. Hi Volker, grüß dich. Mal wieder. Oh, immer gerne. Du hast doch mein LKW da zur Reparatur, oder? Ich soll erstmal wohl ein Gutachten machen. Wer hat das in Auftrag gegeben? Der Win. Gutachten oder Kostenvoranschlag? Ja, Gutachten, sprich Kostenvoranschlag. Ja, weil ein Gutachten kostet ja. Ja, ich guck mir den mal an und schau mal, was da alles dran ist. Jo. Und dann würde ich dich anrufen. Jo, weil ich hätte dann gern auch gleich, wenn man schon da was macht, dann eine neue Lackierung drauf. Ja. Deshalb rufe ich an. Ja, pass auf, ich mach das, aber ich hab momentan ein bisschen Stress. Kenn ich. Gesagt alleine, ne? Und dann okay. Würde ich mich melden, sobald ich da fertig bin, und dann kann ich dir den Preis sagen. Jo, okay, passt. Gut. Okay, bis dann, ja. Tschö. Ah, jetzt. Hallo? Ja, Herr Verona. Ja, servus. Du, die 1300 kannst du mir von vorhin überweisen. Ja, mache ich. Das funktioniert jetzt irgendwie. Okay. Gut. Bis dann. Nachher. Jo, tschö. Gut, also haben wir Einnahmen 2600 erstmal. Weiter aus 600 und gleich müssten eigentlich noch die Dinkeleinnahmen reinkommen. Und ich warte weiter, ich wollte eigentlich bei den Wurst nochmal nachgucken. Oh, Steak ist auf 700. Beim Aldi. Habe ich beim Metzger einen Frontlader stehen? Ich glaube nicht. Bin ich gerade fast im Überlegen, ob ich kurz den hier schnappen soll. Ja, nee, komm, wir warten bis morgen und gucken, was da der Preis sagt. Weil nachher mache ich mich auf den Weg und dann haut's von der Zeit her nicht hin. Das wäre auch doof. Liebe Leute, wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Oder einen Kommentar. Oder ein Like. Oder einfach alles. Würde mich einfach unterstützen in der Reichweite ein bisschen. Je häufiger ihr meine Videos schaut, desto häufiger werden sie anderen Zuschauern empfohlen. Kostet nichts.
Und ja, ein Abo kostet sowieso nichts. So, ich muss mal gucken. Ich habe noch drei Reihen. Ich habe eine links und eine rechts. Und ich nehme an, dass der Anhänger nicht voll wird. Das heißt, ich werde den. Der Diesel hat doch auch noch so einen Haufen Stroh, oder? Klingelingeling. Diesel. Jo, Feuer hier. Servus. Servus. Wie schaut's aus mit dem Dinkel? Ich bin jetzt gerade beim Edeka. Ah. Da ist nämlich der beste Preis. Perfekt. Wie viel Stroh hast du noch rumliegen? Ich habe noch mein ganzes Feld voll. Das Feld auch noch? Ja. Okay. Sammelst du ein oder grubberst unter? Ich grubber's unter. Okay. Und das Lager voll? Warte eben. Ich guck mal eben. 99.933 von 250.000 Liter Möglichkeiten drin. 99.000, ja, okay. Ja, okay, passt. Ich überweise dir da gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob das Geld dann jetzt sofort auf mein oder auf dein Konto geht. Ja, guck mal halt mal. Hm. Ja. War jetzt gerade auf dem Parkplatz drauf. Der Anhänger ist auf jeden Fall komplett randvoll. Wie viel geht da rein? 81.400 Liter. Das müsste sich ja lohnen. Das müsste definitiv lohnen. Kann ich vielleicht. Knapp 1.000 Euro. Ja. So, kann ich vielleicht auch mal wieder an die Blaubeeren was zahlen? Ah, geht an mich. Ja. Überweise es dir dann direkt. Jo, danke. Alles klar. Gut. Tschö. Ja. Warte mal. Habe ich zwei oder drei Wochen dir nicht bezahlt? Zwei. Zwei Wochen nicht bezahlt. Mhm. Okay. Gut, danke. Bitte. Tschö. Tschö. Okay. Dann müsste ich ja knapp 80.000 Euro reinkriegen. Dann könnte ich wahrscheinlich an die Blaubeeren auch nochmal was abstottern vom Drescher. Weil da sind noch 100.000 offen. Wäre ja sinnvoll. 73,4. Jetzt muss ich doch Mist, ich habe nichts zu schreiben. Muss mir das Handy einspeichern. Moment. Memo. Es waren 2,6 Stroh. Was waren das jetzt? 73,4 Dinkel. So. Klingelingeling. Ja, Chorus. Ja, Volker. Ja. Ist dein Chef ja auch da? Ja, ich leite mal kurz weiter. Danke. Piep. Hallo, hier ist der Norman. Jo, Neumi, Volker hier. Wie viel Kredit wolltest du jetzt haben? 31.500. Und wie viel habe ich dann noch? Wenn noch hast. Wenn du das abbezahlt hast. Ja, überweise ich gleich. 468.700. 468, okay. Wann ist es 31,5, ne? Jo. Ist raus.
Passt. Gut, bis dann mal. Tschö. Bis dann. So. Haben wir das nämlich auch gemacht, ne? Kann er dann nicht mehr rummeckern. So, ich bin jetzt tatsächlich am überlegen, was ich mit dem Strom mache. Ob ich das nur verkaufen soll. Zack, denn der Preis. Was ich auf jeden Fall verkaufen sollte, ist eigentlich das Steak und so Zeug. Stroh, wo bist denn du? Ja. Ist der Preis nur bei 25. Eigentlich soll ich Stroh verkaufen, weil ich kann ja fürs Sägewerk und so kann ich ja Hackschnitzel nehmen. Und die kriege ich ja aus dem Hacker raus. Auf der anderen Seite muss ich dafür natürlich Stämme opfern. Nee, ich mach die Ladung hier jetzt noch in das Ding rein. Ins Silo. Dass ich da ein bisschen was an Vorrat habe. Immerhin. Der Kleine hat schon zu kämpfen, ne? So. Siebenundsechzigtausend, ja, besser wie nichts. Wie immer. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal dünn. Das eine Feld. Warte mal, ist da noch was drin? Ja, ist voll. Gut. Was ich in meinen Dreckern auf jeden Fall auch noch haben will. Ah ne, warte mal, der Glas, der hat es ja. Er ist ja GPS inzwischen auch verbaut.
aber ja, im JD bräuchte ich es eigentlich gar nicht unbedingt. Ich überweise mal gerade den zwei noch ihr Geld. Haben die das nämlich auch gekriegt? Muss ich mir da keine Gedanken mehr machen. Jetzt habe ich noch 38.000. Ich habe halt noch Mondaufhalte, ne? Noch Mondaufhalte und anderes Zeug und vor allem die Metzgereiprodukte. Muss ich mal gucken. Schauen wir morgen mal. Vielleicht ist dann der Preis besser oder auch schlechter, wer weiß. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.